Yo Leute, nach meinem freshen Urlaub dachte ich, es wird endlich wieder Zeit für Kilkan kommentiert. Eure Kommentare. Ja Leute, das bin ich. Das weiß man auch, wenn man mir auf Instagram oder Snapchat folgt. Oh nein! Undefeated. Nein, ich kenne den Text nicht. Undefeated. New Time for Champions. Oder so. Ich weiß es. Alter, ich sollte aufhören zu singen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr mich verfolgt habt so im Urlaub oder auf meinen Social Media Seiten oder so. Aber Leute, ich habe im Urlaub einfach zwei Videos gelöscht. Einmal das Video, wo ich mich gezeigt habe, in Anführungszeichen. Und einmal das Video, was ihr nicht gesehen habt. Mann, ich bin so behindert. Wisst ihr, ich hätte mir das Vorproduzieren dann auch ersparen können. Aber Leute, ich bin wieder da und es wird wieder Zeit, hochqualitativen Bullshit von mir zu geben, Leute. Die ganze Scheiße, die sich angesammelt hat in den Ferien, muss jetzt in diesem Video raus. Und ich glaube, ihr habt das schon im Pre-Intro gemerkt, was übrigens übelst lange gedauert hat. Dass ich echt die ganze Scheiße aus meinem Kopf loswerden muss. Dafür habe ich ja euch. Ja. Mein Beileid. So Leute, heute zum erneuten KKK, das heißt Kilkan kommentiert Kommentare oder Kilian kommentiert Kommentare, war ja eigentlich auf dem Apokalypto Clan Channel, aber so wie es aussieht, wird es in Zukunft wohl auf diesem Channel hier sein. Ich habe auf Twitter gesagt, postet mir mal ein paar Fragen oder stellt mir ein paar Fragen unter dem Hashtag KKK, kennen wir ja alle. Und Leute, es geht einfach los, weil ich finde, das ist so die Serie, wo ich am meisten mit euch interagieren kann. Das heißt, nächstes Mal, wenn ihr Bock habt, einfach mal auf Twitter folgen oder jetzt auf YouTube unten in die Kommentare eine Frage schreiben mit dem Hashtag KKK. Nein, nicht Kuckucksklan. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Kommen wir jetzt zur ersten Frage. Mika fragt, Hashtag KKK, wann livestreamst du wieder und stell den Donation lieber leise? Ja Leute, die ein oder andere, die meinen Streamer ab und zu geguckt haben, weil ich streame bis jetzt auf jeden Fall immer sehr unregelmäßig, wissen ja, dass mein Donation-Sound übelst laut ist und immer wenn mir jemand donatet, platzen meine Ohren und ich erschrecke mich so aufs Übelste. Und ja, werde ich auf jeden Fall berücksichtigen und ich denke mal jetzt, dass ich in den Ferien noch drei Wochen, jetzt bin ich auch noch alleine zu Hause, das heißt, er wird auch nicht gelivestreamt, wahrscheinlich, vielleicht auch nicht, ich weiß es natürlich nicht, aber unten in der Beschreibung ist bestimmt ein Link dazu und Mika. Die nächste Frage ist von Z-King Symbol COD oder COD Z-King, ich kann den Namen nicht aussprechen. Würdest du mit der Serie Top 5 mal anfangen wollen? Hashtag KKK. Also, das ist eine ganz lustige Frage eigentlich, weil ganz viele zu mir sagen, so von wegen, oh, deine Stimme mega heftig, mach ein Top 5. Ich bin da aber gar nicht so viel. Ich finde, mir steht so dieses Kommentare kommentieren ein bisschen mehr und das macht mir auch persönlich am meisten Spaß. Also ich denke erstmal nicht, abgesehen davon würde ich so wenig Clips bekommen, da könnte ich mir ja vielleicht eine Serie bringen. Ja. Erstmal Luft holen, Alter. Holy moly, Macaroni. Nächste Frage. Jinzo COD fragte, wie kamst du auf den Namen Kilkra? Ich hoffe mal, das ist Ironie, aber wenn nicht, Instagram, Snapchat und Kilian Kramer, mehr brauche ich dazu nicht sagen. Ihr könnt mich jetzt finden und stalken und an meinem Haus klingeln und mich dann Giants Gaming fragt, Kilian Kramer kommentiert. Ist es Kilian Kramer kommentiert? Ist es passiert, das K steht für Kilian und das K für Kramer oder steht es doch nur für Kilkra, was dann auch für Kramer steht? Ich labere hier absoluten Bullshit, was mache ich hier eigentlich für eine Scheiße? Machen wir ein Kill-Duell, fragte Malte X T-Rex. Nee, bist mir zu schlecht. It's Trizzy fragst, warum bist du so abgehoben? Hashtag KKK. Also Darlene, wenn du das jetzt noch einmal fragst oder in einem Livestream sagst, ja, dann raste ich aber komplett aus. Und ich merke gerade, dass ich die Fragen übelst heftig durchhassel, aber egal Leute, ja. The Casper fragt, Hashtag KKK, sag mal, bist du eigentlich ein Mädchen? Bitte um keine Antwort. So Leute, das war's auch schon mit den Fragen heute. Es waren nur ganz wenig Fragen. Sorry für die, die danach nur Fragen gestellt haben. Ich habe jetzt nur 5 oder so drangenommen, aber das nächste Mal nämlich ein paar mehr. Also nicht vergessen, auf Twitter followen oder hier auf YouTube Kommentare schreiben mit dem Hashtag KKK. Ansonsten werde ich auch bald auf jeden Fall mit Real Life anfangen, aber jetzt nicht so Richtung ApoRed und KS-Streak, sondern mehr so Richtung Julian Bam oder so. Also ich versuche das natürlich jetzt nicht so prankmäßig rüberzubringen. Ist aber auch scheißegal, Leute. Haut rein, ich wünsche euch keinen schönen Tag und natürlich wünsche ich euch einen schönen Tag.